Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Lange ist das letzte Video her, ihr wisst ja Bescheid, ihr habt es hoffentlich auf Instagram gesehen. Wir waren auf der Messe unterwegs und das Ganze war extrem stressig, aber auch brutal geil. Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle, die wir auf der Messe getroffen haben, es war mega, mega geil. Aber Messevideo folgt auf jeden Fall noch. Heute geht es um eine der drei neuen Sorten von 187. Die Jungs haben drei neue Sorten rausgebracht. Einmal einen Wassermelonentabak, einen exotischen Fruchtmix und einen Bärenmix mit Minze. Und genau um den soll es heute gehen. Hamburg heißt das Ganze. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt. Ich meine, viele von euch wissen das bestimmt. Ich feiere Bärenmix-Tabaksorten auf jeden Fall mega. Deswegen sehr, sehr große Vorfreude, wie der Bärenmix von der 187 Straßenbande so wird. Als erstes blende ich euch da mal den Kopfbau ein. Und da seht ihr schon Schnitt und Feuchtigkeit. Das Ganze ist wie gewohnt von 187 ein sehr, sehr heller Virginia-Tabak, der mittel bis fein geschnitten ist. Wenig Ästchen habt ihr drin, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Molasse ist extrem gut aufgenommen und ihr habt keine überschüssige Molasse unten am Dosenboden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Tabakqualität wie von 187 gewohnt, hervorragend. Erstmal ein paar Worte zu meinem Setup. Ich rauche das Ganze auf meiner Alpha Hooker X, obendrauf die Mummy Bowl, leicht fluffiges Overpack, wie ihr das eben schon im Kopfbau-Video gesehen habt. Darauf dann einfach eine Smokebox gesetzt mit zwei Gorilla Cake Kohlen. Das Ganze läuft auf jeden Fall hervorragend, ballert auch gut im Overpack Setup und ich denke, die Rauchwolken sprechen für sich. Aber wir gucken uns die nochmal genauer an. Und ihr seht es auf jeden Fall schon, da kommen auf jeden Fall dicke, dichte, weiße Wolken raus. Genauso wie das sein sollte, wenn man ein Mummy Bowl fluffiges Overpack so raucht wie ich gerade. Kann auf jeden Fall was und enttäuscht auf jeden Fall nicht von der Rauchentwicklung der 187. Als nächstes kommen wir dann mal zum Geruch und dafür nehme ich mir nochmal die Dose zur Hand und wir sprechen mal drüber, was man bei dem Tabak rausriechen kann. Ob man gewisse Bärensorten rausriecht oder ob es einfach nur nach einem Bärenmix riecht. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es vom Geruch her auch rote Beeren sind, nicht nur blaue bzw. schwarze Beeren. Die Dose ist so lila gehalten, deswegen würde ich auf jeden Fall schon mal tippen, dass sowas wie Preiselbeeren und sowas mit drin ist. Ihr habt aber auch definitiv so eine Note von Erdbeere, finde ich. Riecht auf jeden Fall ziemlich lecker nach einem sehr, sehr süßen, aber auch frischen, durch so eine leichte Mentholnote, die da im Hintergrund ist, Bärenmix. Geschmacklich sieht es da sehr, sehr ähnlich aus. Ihr habt auf jeden Fall einen leckeren Bärenmix im Vordergrund, gefolgt von so einer leichten Frische. Es ist aber definitiv sehr, sehr wenig Menthol. Das heißt, Leute, die es nicht gerne extrem frisch haben, werden auch mit dem Tabak sehr zufrieden sein. Mir schmeckt er auf jeden Fall ziemlich gut. Ich finde, man kann jetzt nicht einzelne Beeren per se rausschmecken, aber insgesamt einfach ein sehr, sehr leckerer Bärenmix-Tabak. Und das soll es dann mit dem kleinen, kurzen Review zum 187 Hamburg auch schon gewesen sein. Leute, mein Fazit, definitiv ein sehr, sehr leckerer Bärenmix-Tabak, der sich sehr entspannt rauchen lässt. Von daher kann ich dem Tabak auch nur 9,5 Sterne geben. Ich würde mir wünschen, dass ein bisschen mehr Frische dabei ist, aber das ist einfach meine persönliche Empfindung. Da kann ich dann auch einfach noch ein bisschen Cold Death oder sowas mit reinmischen und dann passt das Ganze. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das kurze, knappe Review zum 187 Hamburg gefallen hat. Geht definitiv eine Probierempfehlung raus. Wenn sich ein Kumpel von euch eine Dose zugelegt hat, auf jeden Fall mal ein Köpfchen davon rauchen. Ich denke, der wird die wenigsten Leute enttäuschen. Höchstens die Leute, die absolut keinen Bärenmix mögen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.